Spieler Blau ist am Zug, und zwar seinem ersten Zug in der ersten Runde, und überlegt gerade, was er tun sollte oder tun könnte. Tun kann er eine ganze Menge, aber was führt ihn in Richtung seiner Ziele schon mal auf den richtigen Weg? Das heißt, er möchte ja folgende Städte hier bereisen: Kochi, Adana, Lanzhou. Und wenn wir auf die Karte schauen, ist zumindest Adana von Venedig nicht allzu weit entfernt. Dann stellt sich die Frage, wie kommt er dahin? Er muss eine, zwei, drei Wegstrecken zurücklegen und zwei Kamele dafür bei sich haben. Und momentan zum Spielbeginn hat er immer noch seine 7 Goldmünzen. Das reicht nicht. Denn wenn man mal auf die Reisekostentabelle guckt, müsste er, um 3 Wegstrecken zu reisen, 12 Münzen allein ausgeben, nur an Reisekosten. Dazu die 2 Kamele, von denen ich eben sprach. Die hätte er, denn jeder Spieler bekommt ja zu Beginn 2 Kamele. Aber 12 Münzen hat er zunächst einmal nicht da. Wie kommt er jetzt an die fehlenden 5 Münzen ran? Man guckt sich dabei immer gerne mal um, was die Aufträge so zu bieten haben. Da sind so ein paar dabei, die bringen bei erfolgreicher Erledigung der Aufträge 4 Goldmünzen, sehe ich da, 7 zum Beispiel. Das ist eine Quelle von für Geld, um Geld zu bekommen. Die andere wäre, die ist leider gesperrt im Zweispielerspiel, hier 5 Geld nehmen. Das haut nicht hin. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hier einen Würfel zu platzieren und sich 3 Münzen zu nehmen. Egal, was für einen Würfel man platziert, man bekommt immer 3. Aber 3 sind noch nicht 5. Das reicht also immer noch nicht. Wie macht Blau das also, jetzt an Geld zu kommen? Wenn man mal guckt, auf dem Weg nach Adana liegt die Stadt Alexandria. Und wenn man dort einen Handelsposten errichtet hat, darf man in einem weiteren Zug diese Stadtkarte benutzen. Das heißt, man legt dann einen Würfel hier hin. Und abhängig von der Augenzahl des Würfels darf man die auf der Karte abgedruckte Aktion mehrfach ausführen. Wie man hier sehen kann, bekommt dann der Spieler, der das macht, für jedes Kamel und jedes Pfeffersäckchen zusammen, das er abgibt, bekommt er dann 7 Geldeinheiten oder Geldmünzen. Tatsächlich wird in der Anleitung auch immer nur von Geld geredet, nicht von irgendeiner alten Währung, die damals vielleicht gegolten hat. Daher ist jetzt erstmal der Plan für Blau, eine Reise zu unternehmen nach Alexandria, dort dann möglichst bald Kamele und Pfeffer genug anzuhäufen, um diese Aktion durchzuführen, am besten mehrfach, um Geld zu bekommen. Und das braucht er dann im ganzen Verlauf des weiteren Spiels, um seine Reisen quer durch die Galaxie, hätte ich beinahe gesagt, quer durch Asien zu veranstalten. So, was muss also jetzt Blau tun, um ein Feld reisen zu können? Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Die teuerste ist tatsächlich diese normale Reisebuchung hier im hauseigenen Reisebüro zu verwenden. Die ist aber sehr teuer. Man kann aber auch gucken, ob es vielleicht Aufträge gibt, die mit diesem Symbol ausgestattet sind. Denn die ermöglichen es einem, eine Bewegung auszuführen, wie wenn man dieses normale Reisesystem benutzen würde, nur aber eben ohne diese fiesen Kosten. Das heißt, man muss ein bisschen um die Ecke denken. Erst das eine machen, um das andere zu kriegen, was ich wieder für was anderes noch brauche. Wir können mal gucken, was für Aufträge denn hier rumliegen, wo dann das Symbol zu finden ist. Das ist gar nicht so selten in diesem Fall sogar. Hier gibt es das, hier und hier sogar, 3-mal bei den Aufträgen, die ausliegen, die aber auch erstmal gekauft werden müssen, indem man dann einen Würfel hier ablegt. Oder auf dem Markt kann man tatsächlich sowas auch kriegen, denn wenn man 3 Würfel opfert, und so nenne ich das, weil das wäre wirklich ein Opfer, 3 Würfel von 5, Hälfte, über die Hälfte ist dann weg, aber dann kriegt man auch hier, wenn man mindestens einen 5er-Würfel als niedrigste Zahl hinlegt, und das ist für Rashid ja überhaupt gar kein Problem, der kann im Prinzip 3 Sechsen dahinlegen. Dann würde er 3 Goldeinheiten kriegen oder 3 Goldbarren, Waren, Goldbarren, und die darf eine Reise umsonst machen. Das hieße, wenn Rashid jetzt erstmal auf den Markt geht, 3 Würfel hier ablegt und sagt, ja, mich interessieren die 4 nicht so sehr wie die 3
plus diese Reisemöglichkeit, dann könnte er das jetzt machen, legt die Würfel dorthin, nimmt sich 3 Goldwaren und bewegt seinen Manneken um einen Zug. Und genau das macht er jetzt. Er holt sich also einen großen Goldbarren aus dem Vorrat, legt ihn bei sich im Lager ab und bekommt die Reisemöglichkeit. Das heißt, er zieht seine Figur völlig kostenlos, das Gold war ja teuer, in diese Stadt hinein, erhält dafür sogar noch den Kontorbonus, der in diesem Fall darin besteht, dass er einen neuen Auftrag bekommt. Den nimmt er sich hier vom Sonderstapel und legt ihn bei sich auf sein Spielertableau. So, jetzt ist er in Alexandria angekommen. Er nimmt sich das erste seiner, den ersten seiner Handelsposten und legt ihn hier oben in Alexandria ab. Und ab dem nächsten Zug schon, das heißt, wenn Rot jetzt einmal dran war und er wieder dran ist, darf er hier einen Würfel platzieren, um ein Schaf und einen Pfeffer gegen 7 Goldmünzen einzutauschen. Zunächst einmal hat Blau natürlich überhaupt noch keine Pfeffersäcke übrig, also noch nicht mal einen im Lager. Kamele hat er 2, das heißt, zweimal könnte er die Aktion jetzt ausführen, nicht jetzt, Entschuldigung, im nächsten Zug, wenn er wieder dran ist. Das heißt, er müsste sich dann auch irgendwie noch umschauen, wie er dann an Pfeffer kommt. Das geht natürlich toll auf dem Markt. Da gibt es für einen Würfel, den man hier platzieren muss, entsprechende Augenwürfelzahl. 1, 2, 2 und eine Goldmünze, 3 Säcke und 2 Goldmünzen oder 4 Pfeffersäcke. Und da er ja über 6er-Würfel hoch 10 verfügt, dürfte das überhaupt kein Problem sein, sich erstmal mit ganz viel Pfeffer einzudecken. Der rote Spieler, der den Charakter Matteo Polo, den Onkel von Marco Polo, kontrolliert, der weiß genauso wie der blaue Spieler, dass das Geld immer sehr knapp ist, aber sehr viel benötigt wird fürs Reisen. Und deswegen, und weil der Spieler Rot auch bereits die Lage gepeilt hat und gesehen hat, oha, kaum Möglichkeiten, an richtig viel Geld zu kommen, folgt er dem blauen Spieler nach Alexandria, wo dann zwar der Kontorbonus, der hier vorhin noch lag, schon abgegriffen wurde von dem blauen Spieler, aber sollte der blaue Spieler vor dem roten Spieler nicht diese Aktion, diese Stadtaktion benutzen, kann Rot die benutzen. Und eben auch durch diesen Tausch, Kamel plus Pfeffer zu 7 Goldmünzen, an Geld kommen. So. Deswegen überlegt jetzt Rot, was muss ich machen, um nach Alexandria zu kommen? Wir wissen, das ist eine Wegstrecke. Und eine Wegstrecke kostet laut Reiseübersicht 3 Goldmünzen. Die hat Rot. Rot hat 8 seit Spielbeginn immer noch liegen und darf dann eine Wegstrecke zurücklegen. Muss also hier 2 seiner Würfel hinlegen, wobei der niedrigste Würfel eine 1 sein muss. Oder mindestens eine 1. Und jetzt ist Rot am Überlegen, nimmt vielleicht einfach die 2 Einsen. So. Ja. Jetzt hat er die Bedingungen erfüllt. Jetzt muss er noch 3 Gold abgeben. Wie gesagt, Reisekosten müssen immer, bevor die Reise unternommen wird, bezahlt werden. 3 Gold. Kommen jetzt wieder zurück in den Vorrat. Und nun darf Rot auch schon ziehen. Das heißt, einmal von Venezia nach Alexandria. So, auch Rot setzt in Alexandria einen Handelsposten und da fortan, ab dem nächsten Zug, diese Stadtaktion benutzen. Wenn die nicht schon von einem anderen Spieler benutzt wurde und ein anderer Spieler also einen Würfel hier hingelegt hat. Spieler Blau wieder am Zug. Und er möchte eigentlich gerne diese Stadtaktion ausführen, um an 7 Goldmünzen zu kommen. Die Stadtaktion in Alexandria. Aber was ihm dazu fehlt, sind nicht die Kamele unbedingt, aber der Pfeffer. Und nun gibt es, wie ich das sehe, momentan gerade in dieser Situation, und darauf muss man ja immer bei diesem Spiel reagieren, 2 wesentliche Möglichkeiten, überhaupt an Pfeffer zu kommen. Ganz simpel auf dem Markt, in dem Blau hier einen Würfel ablegt, um entsprechend viel Pfeffer mit nach Hause zu nehmen. Oder er nutzt die Gunst des Khan, positioniert hier einen Würfel, der mindestens die gleiche Augenzahl haben muss wie der davor gelegte Würfel,
oder höher und erhält damit dann immerhin einen Pfeffer oder ein Gold oder eine Seide und zwei Kamele. Aber mal ehrlich, ein Pfeffer, das reicht gerade mal, um ein Kamel und ein Pfeffer gegen 7 Goldmünzen einzutauschen. Das ist nicht viel. Und wenn man bedenkt, dass Blau hier sicherlich gleich einen Würfel opfern muss, um überhaupt dahin zu kommen, dann, um Pfeffer zu erhalten, sollte Blau sich vielleicht überlegen, ist es mir jetzt vielleicht angenehmer, lieber den Würfel hier hinzulegen, weil ich da Zugriff auf mehr Pfeffer bekomme und kann ja diesen Pfeffer auch für spätere Züge gebrauchen. Oder soll ich die Gunst des Kahns benutzen, wo ich aber nur einen Pfeffer bekomme? Ich glaube, die Wahl fällt relativ leicht und Blau entscheidet sich dafür, hier einen Sechserwürfel abzulegen. Jetzt können man sich noch fragen, wie viel nimmt er sich denn? Das heißt, normalerweise legt man hier einen Würfel hin, in der Zahl, also man muss einen Würfel hier hinlegen, in der Zahl, für die man Waren haben möchte. Das heißt, hat der Spieler gerade gar nichts anderes als eine 3, kann er natürlich dann auch nur 1, 2 oder 3 diese Felder mitnehmen oder die Inhalte dieser Felder mitnehmen. Bei Rashid ist das ja gar kein Problem, der darf sich den Würfel so hindrehen, wie er ihn gerne hätte, auch auf eine 6. Und folglich hat er Zugriff auf die gesamte Reihe Pfeffer auf dem Marktplatz. So, jetzt muss er eben überlegen, nimmt er 4 Pfeffer mit, dann könnte er später die Stadtaktion 4-mal ausführen, wenn er einen entsprechenden Würfel, nämlich einen 4er dann mindestens hinlegt, aber er hat gar nicht so viele Kamele. Trotzdem ist es natürlich gar nicht so doof, an die Zukunft zu denken, wo er vielleicht Pfeffer weiterhin braucht für Aufträge, für die Erfüllung von Aufträgen. Zum Beispiel hier, sein Startauftrag macht auch Pfeffer erforderlich. Oder Aufträge, die sich sonst noch hier finden, ne, brauchen teilweise Pfeffer hoch 10. Also wäre es vielleicht gar nicht doof, den 4er Pfeffer zu nehmen. Und das macht er auch. Das heißt, hier ist die 6. 4 Pfeffer darf er mitnehmen. Dafür nimmt er sich einen kleinen und einen großen Pfeffersack aus dem Vorrat. Legt das bei sich aufs Lager. Und hat damit seinen Zug schon beendet. Das heißt, ich gucke gerade nochmal, ob er diesen Auftrag erfüllen kann. Nein, dafür fehlt ihm noch die Seide. Die 2 Kamele und den Pfeffer hat er. Aber die möchte er ja eigentlich jetzt noch gar nicht hergeben, denn die braucht er ja gleich zur Ausführung der Stadtaktion in Alexandria. Rot, der jetzt in der Reihe ist, möchte eigentlich auch gerne diese Stadtaktion in Alexandria benutzen, aber dazu fehlt ihm genauso wie dem Spieler Blau eben noch fehlte der Pfeffer. Wie kommt jetzt Rot an Pfeffer? Rot kann natürlich auch einen Würfel auf dieses Feld legen, nämlich auf den Würfel obendrauf. Das hat allerdings den Haken, dass Rot dann, weil er der zweite oder nicht der erste Spieler ist, der dieselbe Aktion versucht, muss der Geldstrafen bezahlen, damit er das auch machen darf. Zum Beispiel, wollte Rot jetzt einen Pfeffer kaufen auf dem Markt, müsste er hier nicht nur einen Würfel hinlegen mit einer 1 mindestens obendrauf, was kein Problem wäre, denn Rot verfügt noch über 4 Würfel, unter anderem diesen weißen Zweierwürfel, den er genauso benutzen kann wie den roten. Den könnte er jetzt hier oben drauflegen und würde dafür 2 Pfeffer bekommen. Das ist nicht verkehrt, aber, also 2 Pfeffer ist schon mal nicht schlecht, und dann kombiniert mit den 2 Kamelen könnte Rot dann, wenn er beim nächsten Mal wieder dran ist, könnte er hier immerhin 14 Goldmünzen erwirken, dadurch, dass er 2 Kamele und 2 Pfeffer dann verkauft oder eintauscht, was auch immer. So, aber da ja das Geld eigentlich das ist, worauf wir alle hinaus wollen, oder zumindest Rot in diesem Moment und Blau, überlegt er sich das lieber anders und holt jetzt gar keinen Pfeffer. Das macht er nächste Runde, wenn dieser Platz noch frei ist und kein blauer Würfel hier bereits liegt. Die werden ja alle am Ende des Zuges am Ende der Runde wieder zurückgenommen, die Würfel. Sondern Rot denkt einfach einen Schritt weiter, schnappt sich seinen kostbaren Sechserwürfel, legt den hier bei den Kamelen auf und darf sich 6 Kamele vom Markt mitnehmen. Warum jetzt Kamele, warum kein Pfeffer? Naja, Kamele werden genauso gebraucht wie alle anderen
wie, oder wie, nicht wie alle anderen, sondern wie die Waren, die es im Spiel gibt, auch, oder wie das Geld auch gebraucht wird. Aber die Kamele braucht Rot einerseits dort für diese Stadtaktion, um zusammen mit Pfeffer das gegen Geld einzutauschen, braucht es hier für die Reise nach Adana, später dann nochmal für Reisen aus Kochi raus. Ne, da sieht man auch schon ein paar Kamele lauern auf der Straße. Die lauern da natürlich nicht, aber die müssen bezahlt werden. Und für die Erfüllung von Aufträgen werden auch ständig mindestens ein Kamel gebraucht. Es gibt, glaube ich, keinen Auftrag, wo kein Kamel für nötig ist. Das heißt, irgendwie im Lauf des Spiels in naher Zukunft wird Rot ohnehin Kamele brauchen. Das hier sind jetzt die großen Varianten, die für jeweils drei Kamele stehen. Die legen wir mal hier zu den anderen Kamelen dazu. Können die sich noch ein bisschen ausruhen, aber schon wahrscheinlich im nächsten Zug werden die eingesetzt, um irgendwas Tolles zu machen. Mal gucken. Mit diesem wieder Spieler Blau an der Reihe mit seinem dritten Zug. Und zwar hat Blau jetzt noch genau einen Würfel übrig, diesen Würfel, den sich Blau auch wieder hindrehen kann, wo er möchte. Das ist diese Spezialeigenschaft von Rashid. Er nimmt die 6, aber das hilft ihm jetzt momentan nicht so viel, wie es vielleicht in anderen Situationen günstig wäre. Das gibt allerdings vor, dass er diese Aktion, die hier aufgedruckt ist, 6, bis zu 6 Mal ausführen darf. Das heißt, er darf 6 Kamele und 6 Pfeffer gegen insgesamt dann 42 Münzen eintauschen. So viele Kamele und Pfeffer hat er leider gar nicht. Wenn wir mal nachschauen, haben wir hier 4 Pfeffer und 2 Kamele. Das heißt, letzten Endes kann Blau diese Aktion jetzt zweimal ausführen, gibt dazu 2 Kamele in den Vorrat zurück und muss diesen Dreier-Pfeffersack auflösen, gibt davon 2 ab und kriegt einen wieder. Hat damit diese Aktion, diese Stadtkartenaktion, zweimal ausgeführt und bekommt deswegen auch zweimal 7 Geldmünzen. Die holt er sich hier aus dem Hauptvorrat und ist plötzlich ein reicher Mann. Denn zusammen mit den 7 anderen Münzen, die er schon hat, ist das jetzt schon einigermaßen stattliches Startkapital für die folgenden Reiseunternehmungen. Jetzt könnte sich Blau noch fragen, wie immer vor einer Hauptaktion oder nach einer Hauptaktion, ob er noch eine Zusatzaktion durchführen möchte. Darüber sagt uns ja auch dieser Zettel hier noch, was wir alles tun können. Wir können ein oder mehrere Aufträge ausführen. Wir können Geld nehmen, dafür brauchen wir aber noch einen Würfel, den wir nicht haben gerade. Wir können Würfel neu würfeln, was jetzt auch keinen Sinn macht in dieser Situation. Würfel rauf oder runter geht auch nur, wenn man Würfel noch hat. Schwarze Würfel kaufen hingegen ist eine durchaus angesagte Möglichkeit. Nur muss man dafür 3 Kamele abgeben. Und momentan sind Kamele das, was Blau zumindest nicht hat. Rot, wie wir wissen, hat gerade eine Kamelschwemme quasi. Aber davon hat Blau natürlich nichts. Somit endet der Zug für Blau in dieser Runde. Und nicht nur der Zug, sondern auch gleichzeitig die Runde. Denn wie wir sehen, hat Blau alle seine Würfel eingesetzt. Und damit ist für Blau in dieser Runde Feierabend. Der wartet jetzt nur noch darauf, dass Rot endlich fertig wird, damit es dann in die nächste Runde geht, wo alle Würfel wieder vom Plan zurückgesammelt werden, unter anderem natürlich, und es dann wieder von neuem losgehen kann. Wieder Spieler Rot an der Reihe und hat noch 3 Würfel zur Verfügung, um seinen Zug zu machen. Das erste, was Rot jetzt einfach macht, ist einmal ein Dreierkamel herzugeben in den allgemeinen Vorrat, um sich im Rahmen einer Sonderaktion oder Zusatzaktion einen von den noch verbliebenen 3 schwarzen Würfeln zu schnappen. Er muss den gleich würfeln, um zu. Ach, das war ja nicht so toll. Auf jeden Fall hat jetzt Rot tatsächlich sogar noch einen Würfel mehr. 3 Kamele weniger, aber einen Würfel mehr für die jetzt folgenden Aktionen. Dieses schwarzen Würfel kaufen oder eintauschen gegen Kamele ist eine Zusatzaktion, die man vor einer Hauptaktion nutzen kann oder auch danach. Aber nicht zwei schwarze Würfel dürfen in einem, zwei oder mehrere dürfen nicht in einem Zug getauscht werden oder gekauft werden. So, nachdem Rot jetzt einen schwarzen Würfel sich geholt hat, nimmt er den auch gleich
und setzt ihn für die Gunst des Khan ein. Sagt, hier, nimm meinen Würfel und gib mir dafür doch bitte noch Kamele und ein wenig Pfeffergold oder Seide. Das, sagt der Khan, gefällt mir. Ich gebe dir doch locker gerne 2 Kamele. Was nehmen wir uns? Pfeffer wollten wir haben. Und dann haben wir das schon mal. Das kommt bei Rot auf den Ablageplatz für die Waren. Es bleiben noch immer 3 Würfel übrig. Und da Blau leider gar keine Würfel mehr hat, ist jetzt Rot die ganze Zeit quasi dran, um einen Zug nach dem anderen abzuhandeln. Das heißt, wenn jetzt Rot noch mehr Pfeffer haben möchte, um für die Standaktion in der nächsten Runde besser gerüstet zu sein in Alexandrien, oder um den Auftrag zu erfüllen, der ja 3 Pfeffer erforderlich macht, müsste Rot sich jetzt überlegen, wie komme ich auf dem Markt voran? Und zwar kann ich mir vielleicht noch 2 Pfeffer irgendwie organisieren, um dann doch 3 Pfeffer insgesamt zu haben, um diesen Startauftrag abzuhandeln. Und dann darf Rot sogar eine Wegstrecke weiterreisen. Deswegen nimmt er sich jetzt den Dreierwürfel oder sogar vielleicht nur den Zweierwürfel. Genau, er nimmt sich den Zweierwürfel, legt ihn hier auf den Sechser vom blauen Spieler obendrauf, darf sich damit 2 Pfeffer nehmen, aber muss auch 2 Geldeinheiten bezahlen, 2 Geldmünzen. Die nimmt er hier aus seinem Portemonnaie. 3 weg, 2 weg, 3 zurück, so rum. Und dadurch darf sich jetzt Rot hier diese 2 Pfeffer nehmen. Macht er auch glatt, auch wenn das nur für kurze Zeit ist. Denn diese 2 Pfeffer plus diesen Pfeffer, also 3 Pfeffer plus ein kleines Kamelchen, gibt er jetzt ab, um seinen Startauftrag zu erledigen. Zack, kommen die also schon wieder alle weg, die gerade eben erhaltenen Sachen. Jetzt legt Rot diesen Auftrag zu seinen Erledigten, erhält einen Siegpunkt und eine Wegstrecke Reise für umsonst. Also umsonst allerdings auch nur dann, wenn auf der Wegstrecke keine Kamele oder sonstige Münzen oder irgendwas zu bezahlen sind. Das ist nicht der Fall. Das heißt, Rot kann jetzt hier aus Alexandria verschwinden und darf dann zur nächsten Oase reisen. So, das heißt, auf dem Weg nach Adana liegt jetzt nur noch eine Wegstrecke und 2 Kamele im Weg. Und das würde Rot dann im Grunde in seinem nächsten Zug machen. Rot hat noch 2 Würfel. Rot darf aber nicht mehr reisen mit diesem System, mit dem Hauptreisesystem, weil Rot hier bereits in dieser Runde einmal gereist ist. Also hier rote Würfel liegen. Hätte Rot jetzt noch andersfarbige Würfel, also zum Beispiel zu dem weißen noch einen schwarzen Würfel, dann könnte der rote Spieler hier sogar noch welche oben drauf legen. Denn das Einzige, was nicht geht, ist, dass von derselben Farbe mehrfach die Würfel hier liegen. Deswegen sind diese andersfarbigen Würfel so nützlich. Ne? Weiß und schwarz. Jetzt kann sich Rot überlegen, ich brauche ja für die nächste Wegstrecke eigentlich nur 2 Kamele. Die habe ich hier locker da und könnte sogar eben 3 Kamele nochmal wieder abgeben, um einen weiteren schwarzen Würfel zu holen. Ich bin ja jetzt hier wieder im nächsten Zug schon und darf mir wieder einen schwarzen Würfel holen, denkt sich Rot. Die Frage ist, kann Rot sich die Reise leisten? Ja, das geht sogar. Rot hat 3 Münzen noch übrig, wäre dann hinterher allerdings auch blank, aber die bräuchte Rot, um in diesem Zug noch das Reisesystem zu benutzen. Also wir machen das mal wie folgt. Rot schnappt sich wieder so ein Dreierkamel, was er sich weiserweise vorhin schon organisiert hat, legt das zurück in den Vorrat, kriegt dafür einen schwarzen Würfel, würfelt ihn. Oh meine Güte, schafft wieder mal gerade eine 1. So, aber diese 1 und die 2 legt Rot jetzt oben auf die roten Würfel oben drauf. Und das darf er, weil die eben nicht rot sind, diese Würfel. Wenn er nur rote Würfel gehabt hätte, dürfte er da jetzt nichts oben drauf legen. Er guckt, okay, die 1, der niedrige von beiden, gibt an, wie weit man reisen darf, in diesem Fall also die 1. Das reicht Rot ja völlig aus. Er gibt 3 Münzen noch ab und 2 Kamele, um nach Adana reisen zu dürfen. Also, 2 Kamele weg,
alle drei Münzen, die noch übrig sind, weg. Und dann darf Rot Hops in Adana einen Handelsposten errichten. Das Schöne an diesen kleinen Städten ist, dass man auch immer sofort was kriegt. Ich schiebe den mal ein bisschen zur Seite und da sieht man das vielleicht. Das war jetzt ein bisschen wild. Also, diesen Bonus kriegt man nicht nur am Anfang einer Runde, wenn man in dieser Stadt, in dieser kleinen Stadt, einen Handelsposten errichtet hat, was Rot ja nun gerade getan hat, sondern auch sofort beim erstmaligen Erreichen dieser Stadt. Das heißt, ein Kamel und drei Münzen. Das kommt Rot nicht ganz ungelegen, denn Rot ist ja eigentlich jetzt gerade komplett pleite. Das heißt, Rot nimmt sich jetzt ein Kamel wieder und eine Münze aus dem allgemeinen Vorrat. So, dann hat Rot jetzt schon mal eines der Ziele erreicht. Wenn man hier mal auf die Karte guckt, rechts unten Adana. In Adana soll Rot bitte einen Handelsposten errichten, außerdem noch in Karakorum, aber da kommen wir wahrscheinlich erst später hin, um die vollen 7 Punkte da für diese Karte zu erreichen. Rot ist aber noch gar nicht fertig. Rot hat nämlich noch den Dreierwürfel und überlegt sich jetzt gerade, was er damit Schlaues machen kann. Er hat noch zwei Kamele. Er könnte noch auf den Markt gehen. Nein, da sind die Einserfelder alle schon belegt, wo er mit einem Würfel weiterkommt. Was er jetzt machen könnte, er könnte nochmal die Gunst des Khans erbitten. Das kann er auch nur deswegen, weil er hier einen schwarzen Würfel benutzt hat und nicht einen roten. Ne? Auch da gilt, jedes Feld darf nur einmal benutzt werden. Das ist also anders als bei den blauen Feldern. Und da, wenn Rot jetzt hier einen roten Würfel benutzt hätte, dürfte Rot nicht noch einen roten Würfel hier hinsetzen. So, aber wir machen das jetzt einfach mal. Rot nimmt seinen verbliebenen Würfel. Er bittet die Gunst des Khans, erhält wieder zwei Kamele und eines von diesen dreien. Und da kann jetzt Rot gerne mal gucken, was der nächste Auftrag zum Beispiel erforderlich macht. Zwei Kamele, zwei Gold, zwei Seide. Ja, da ist es jetzt, spielt es tatsächlich keine Rolle, was sich Roter eigentlich jetzt aussucht beim Khan. Könnt ihr natürlich auch noch überlegen, was brauche ich denn davon für diese Stadtaktion, die ich dann nachher in Alexandria vielleicht mal in der nächsten Runde benutzen möchte. Da brauche ich dann wiederum Pfeffer. Ja, dann nimmt er sich jetzt erstmal wieder einen Pfeffersack, einen kleinen. So, damit ist der Spielzug für Rot beendet. Die ganze Runde endet, weil jetzt beide Spieler fertig sind und alle ihre Würfel verwendet haben. Und was passiert am Anfang einer neuen Runde ist folgendes. Der neue Startspieler wird bestimmt. Und das geht so. Wer zuletzt gereist ist, der wird der neue Startspieler. Und hier ist zwar anhand der Farbe nicht so wirklich zu erkennen, wer das war, aber wir erinnern uns, das war der rote Spieler. Der ist also zuletzt gereist. Der zuletzt liegt ja immer oben. Und der wird daraufhin der neue Startspieler. Der kriegt also auch das Stundenglas hier, um das anzuzeigen, dass er der Startspieler ist. Nachdem das geklärt ist, werden die Stadt- und Charakterboni ausgeschüttet. So, was sind das denn für welche? Die Charakterboni sind hier auf der Karte aufgedruckt. In diesem Fall für Matteo Polo bekommt der Spieler den weißen Würfel wieder. Den hole ich mir einfach schon mal und lege ihn hier hin. Der muss nachher noch gewürfelt werden. Und er bekommt einen niegelnagelneuen Auftrag. Den holt er sich hier hinten vom Sonderstapel für Aufträge, legt ihn hier bei sich ab. Und das war das, was der Charakter zu bieten hat. Der blaue Spieler hat da nichts auf der Karte zu sehen. Das heißt, die Charakterboni sind schon erledigt. Jetzt gucken wir nochmal, was auf der Karte los ist. Denn da haben auch viele Karten und ähnliches so ein Ausrufungszeichen, was immer darauf hindeutet, dass am Anfang der Runde etwas ausgeschüttet wird. In diesem Fall ist es tatsächlich nur dieser Marker hier. Das wird nachher noch mehr. Und ich muss das wieder hier ein bisschen ranholen. Da steht Ausrufungszeichen, ein Kamel und drei Münzen. Und das ist das, was jetzt der Spieler oder alle Spieler bekommen, die in dieser Stadt, in Adana, einen Handelsposten bereits errichtet haben. Und nur die. Keiner sonst. Also blau geht leer aus. Da findet sich also jetzt rot ein Kamel und drei Münzen. Kamel kommt hier rüber und drei Münzen. So, damit ist rot jetzt schon bei vier Münzen wieder angekommen. Und fünf Kamelen und einen Pfeffer. Das ist gar nicht verkehrt.
Ja, nachdem das geklärt ist, werden die Würfel wieder zurückgeholt. Die Schwarzen werden zurückgesetzt auf den Marktplatz obendrauf. Und bei allen Spielern, außer dem Spieler, der Raschid steuert, müssen dann die Würfel auch wieder neu gewürfelt werden. So, jetzt kommen die Würfel dahin und der letzte Würfel dahin. So. Jetzt, wie gesagt, wird gewürfelt. Dann wird geguckt, ob jemand unter 15 Punkte gewürfelt hat. Ansonsten geht es dann weiter wie die Runde zuvor.